Kommt jetzt der Blackout? Kommt jetzt 72 Stunden oder mehr? Man weiß es nicht. Eine große Krise, Energie, Not, Stromausfall auf uns zu. Kann das denn sein? Ich finde, da ist es ganz wichtig, dass wir mal hinter die Kulissen schauen und gucken, warum das so ist. Was hat die Regierung denn heimlich vor hinter unserem Rücken, was sie uns verschweigt? Sie beschäftigen uns mit Sorgen, dass wir frieren müssten und vielleicht nicht zu essen hätten und solche Dinge und machen vielleicht im Hintergrund etwas ganz anderes. Über diese Theorien möchte ich heute mit dir sprechen. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich bin die Autorin von diesem Buch Kosmisches Wissen von den Plejaden. Und wer sich dafür interessiert, findet unter meinem Video einen Link für weitere Informationen. Ja, ihr Lieben, und jetzt kommen wir mal zu unserer aktuellen Situation von diesem Blackout. Ist dieser Blackout geplant oder könnte der plötzlich kommen? Was meint ihr dazu? Diese Verknappung, die auf einmal auftreten könnte, wird die künstlich herbeigeführt oder kommt die von ganz allein? Das sind alles Dinge, die uns oder mich dazu gebracht haben zum Überlegen, wie ist diese Situation zu erklären? Plant unsere Regierung oder andere Regierungen Dinge hinter unserem Rücken, auf die wir nicht kommen, wenn wir laufend beschäftigt sind, unsere Vorräte aufzufüllen, uns zu schützen gegen Blackout und solche Dinge? Kann es denn sein, dass da noch irgendetwas hinter unserem Rücken geschieht, was noch dann noch viel schlimmer ist als jetzt? Also, so ganz abwegig ist ja dieser Gedanke nicht, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Jetzt überlegen wir mal, für was wird denn viel Strom gebraucht oder was würde die Regierung für Sachen brauchen, wo man viel Strom braucht? Große Rechenzentren, um Daten zu bearbeiten, zum Beispiel Waffensysteme, Aufrüstung, Überwachungssysteme, Klimazentralen und vielleicht auch noch Geheimdienste. Das ist mir so spontan jetzt eingefallen. Ihr dürft mir gerne unter das Video schreiben, was euch dazu noch einfällt. Was ist denn jetzt wahrscheinlich? Es gibt bestimmte Gerüchte über geheime Pläne und ich habe so 8 Theorien gefunden, was über geheime Machenschaften, was im Hintergrund gemacht werden könnte. Und das möchte ich euch gerne erzählen. Und ehrlich, die haben es ganz schön in sich. Aber es ist doch wichtig für uns, dass wir das wissen und dass wir vielleicht dann uns nicht mehr so sehr beschäftigen lassen von dieser Angstmacherei. In einem anderen Video habe ich euch ja erzählt, ich verlinke es euch mal hier oben da, dass diese Angst ja nur die Nahrung von der negativen Energie ist. Schaut euch das Video noch mal an, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und ja, also diese Theorien, woran die Regierungen im Hintergrund arbeiten könnten, sind es wert, angeguckt zu werden und bringen uns vielleicht dann da dazu, unseren Fokus auf etwas anderes zu richten und aus der Angst rauszugehen und uns vorzubereiten auf Situationen, die kommen könnten. Also schön, dass du da bist und jetzt fangen wir auch gleich an. Die erste Theorie ist, dass der Blackout als Vorwand genutzt wird, um alle freien Medien zu schließen. Also stell dir vor, es gibt kein YouTube, kein Facebook, es gibt gar kein Internet mehr und du hast vielleicht nur noch dir so ein Radio gekauft, was auf jeden Fall geht. Und da wird von der Regierung speziell Propaganda-Reden gebracht. Also du wirst dieses Mal genau gefiltert von Informationen, die direkt von der Regierung kommen. Also du hast gar keine Möglichkeit mehr, um überhaupt andere Informationen zu bekommen, sondern du bist jetzt direkt in dieser Schusslinie drin. Wäre eine Möglichkeit. Was haltet ihr davon? Diese perfekte Propaganda-Methode?
Maschinerie würde uns total beeinflussen. Dann die zweite Sache. Dazu habe ich auch noch ein Bild, das zeige ich euch gleich, das habe ich auf Facebook gefunden. Könnte es sein, dass unsere Regierung plant, tatsächlich einen Krieg zu beginnen? Könnte es sein, ich gucke jetzt gerade mal, ich zeige euch dieses Bild. Hier, da seht ihr, das war früher im Weltkrieg, hatte man solche Plakate gemacht. Wer Strom spart, hilft der Wehrmacht. Sollen wir jetzt Strom sparen, damit Waffensysteme und eine Aufrüstung, eine Mobilisierung stattfinden kann? Könnte das denn sein? Auf jeden Fall weiß ich oder wissen wir aus der Vergangenheit, dass Streitkräfte einen riesigen Stromverbrauch haben, wenn das alles mobilisiert wird. Wäre doch eine Möglichkeit. So, ich mache mich mal wieder groß. Eine andere Theorie wäre, könnte es sein, dass die Regierung einen Polizeistaat einrichten möchte, in dem jeder Bürger überwacht wird und wofür man ein riesiges Überwachungssystem bräuchte, was Unmengen an Strom braucht. Keine Ahnung. Wie ist eure Meinung dazu? Die andere Theorie, Nummer 4 übrigens schon, kann es sein, dass die Regierung eine Klimakatastrophe selbst herbeiführen möchte? Denkt mal an die Chemtrails, die laufend da oben das Zeug spritzen. Könnte es sein, dass dadurch riesige Mengen an Strom verbraucht würden, um materialische Gesetze durchzusetzen, um uns noch mehr verfügbar zu machen? Was haltet ihr da davon? Dann die fünfte Theorie. Und die ist gar nicht so abwegig, finde ich. Kann es sein, dass die Regierung eine neue Währung plant oder beziehungsweise den digitalen Euro einführen möchte? Und stellt euch vor, der Strom ist jetzt weg. Das heißt, wenn der Strom weg ist, können wir nicht mehr in die Geschäfte rein, die diese automatischen Türen haben. Ja, die gehen ja nicht mehr auf. Ohne Strom. Und auch die Banken haben ja diese Türen. Also wir könnten nicht auf die Bank gehen und Geld abheben, weil eben der Strom nicht da ist, so wie praktisch. Und in dem Moment könnte man, weil die Banken geschlossen sind und die Menschen kein Bargeld mehr abheben, könnte man ganz einfach sagen, ja, wir führen das digitale Geld ein Klick, weil diejenigen, die Strom brauchen, die werden den schon haben. Da wird die Regierung dann schon auch dafür sorgen. Und wenn dann der Strom wieder da ist, würde es sowieso kein Bargeld mehr geben. Wäre diese Theorie eine Überlegung wert für euch? Dann habe ich die Theorie Nummer 6. Könnte es sein, dass sie unter der Erde neue Raumstationen bauen, die uns vielleicht dann auch in eine andere Situation bringen, die vielleicht gar nicht gut für uns ist. Denn wenn es so geheim gehalten würde, kann es ja nichts Gutes sein, vermute ich jetzt mal. Brauchen die deswegen den Blackout, um die ganze Energie mal dorthin zu führen und etwas ganz Großes zu machen? Und dann die 7. Theorie. Oder möchten sie einfach nur Angst und Chaos verbreiten, um sich an unserer Angst zu nähren? Weil in einem anderen Video vorher, ich verlinke es euch, mache immer den falschen Finger hoch, ich verlinke es euch hier, da könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Sie nähren sich von unserer Angst. Ohne unsere Angst können sie nicht mehr leben. Ich habe das ausführlich in einem Video erklärt. Schaut es euch bitte nochmal an, um zu verstehen, dass diese Situation, die jetzt gerade künstlich herbeigeführt wird oder extra besonders herbeigeführt wird, diese Situation, dass die in vielen Menschen Angst erzeugt. Und durch diese Angst nährt sich die negative Seite. Und was mir
besonders am Herzen liegt, das ist die Quantenfeldverschränkung, die Quantentheorie, alles, was damit zusammenhängt. Denn das ist das Werkzeug, mit dem wir alles ändern könnten. Auch diese 8 Theorien, die hier aufgetaucht sind, all das könnten wir ändern, die Erde zu einem besseren, schöneren Platz wieder machen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Webinar, was wir ja anbieten, zum Quantenfeldtherapeuten, diese Ausbildung günstiger zu machen. Ihr bekommt 100 Euro über den Gutscheinrabatt Nachlass. Ihr bekommt ein Geschenk von 100 Euro. Tragt einfach nur das Wort Quanten in euren Warenkorb ein und schon bekommt ihr das Geschenk. Ich wünsche mir, dass diese Technik, die ich euch zeigen werde, über die ganze Welt geht, dass sie jeden Menschen erreicht und dadurch wir dann ganz leicht und ganz einfach aus diesem großen Schlamassel, aus dieser großen Massenmanipulation wieder herauskommen, ihr Lieben. Unter dem Video findet ihr alles nochmal schriftlich, sowohl den Gutscheincode als auch den Link zum Webinar. Dann habe ich noch eine Theorie Nummer 8. Kann es sein, dass der CERN noch eine riesig große Toröffnung plant, dafür er ganz, ganz, ganz viel Energie braucht, sodass wir alle einen Blackout haben müssen, damit dort etwas Geheimes, ein riesiges Tor geöffnet, was uns vielleicht gar nicht gut tun könnte? Kann das sein, ihr Lieben? Auch das ist eine Theorie. Also, es ist manches an den Haaren vielleicht herbeigezogen, manches klingt aber auch irgendwie schon irgendwie wahrscheinlich. Ihr dürft entscheiden, was für euch passend ist und was nicht. Niemand weiß es genau, noch nicht. Das werden wir dann schon sehen. Aber eines ist sicher, die Regierung hat etwas vor, was sie für uns geheim halten möchte. Und die Menschen, die Bürger, sind beschäftigt mit Vorräten anlegen, sind beschäftigt mit Stromgeneratoren und all solchen Dingen, sind beschäftigt mit der Kriegsangst. Es ist eine richtig große zweite Angstwelle entstanden. Nach der Corona-Angstwelle ist jetzt diese Angstwelle da. Und man könnte versuchen, mit verschiedenen Angstwellen letztendlich alle Menschen zu erreichen. Das müsstet ihr euch überlegen, ob da was dran ist und wie wir uns dagegen schützen können. Das werden wir jetzt gleich machen. Denn Fülle ist für alle da. Fülle ist wirklich für alle da und es geht jetzt auch hier um die Quantenphysik nochmal, um die Quantenverschränkung. Ich hatte auch da ein wichtiges Video darüber. Ich verlinke euch das auch hier, damit ihr das nochmal anschaut. Denn allein über die Quantenverschränkung könnten wir all dies ändern. Und es macht niemand. Denn die meisten Menschen sind in der negativen Quantenfeld unterwegs, wo die Angst ist. Wenn wir da rausgehen würden, alle rausgehen würden und in das positive Quantenfeld hineingehen würden, wäre die Angst weg und alle würden drauf pfeifen, welche Nachrichten kommen. Das ist der Ausgangspunkt oder das ist unser Werkzeug und wir sollten es auch einsetzen. Das ist nichts Gesponnenes. Die Quantenphysik, die Quantenverschränkung ist ja wissenschaftlich anerkannt und mit diesen Mitteln beeinflussen wir bewusst oder unbewusst und meistens unbewusst, was in unserem Leben geschieht. Ich kann nicht mehr als darüber sprechen und euch das sagen. Und ich bitte euch, teilt dieses Video, damit Menschen beginnen, über diese Sachen nachzudenken. Denn es ist wert, darüber nachzudenken und zu überlegen, was könnte denn wahr sein? Was könnte denn sein? Oder vielleicht habt ihr sogar noch andere wilde Theorien.
Ich finde, überall ist so ein bisschen Wahrheit mit dran. Und da sollten wir wirklich genau hinschauen und uns gegenseitig stärken, hier in die Mitte zu gehen, unser Herz auszudehnen und immer dran zu denken, wir schaffen das. Gemeinsam gehen wir da durch. Wir sind hier in diesem Moment auf der Erde, um das schöne Neue zu bringen. Und egal, was alles gesagt wird, überprüft es, glaubt nicht alles, was in den Medien geschieht. Es ist so eine große Massenmanipulation, die hier geschieht. Und leichtgläubige Menschen sind damit so schnell zu beeinflussen. Und genau das ist denen ihre Stärke, diese negative Beeinflussung. Ihr Lieben, jetzt lade ich euch ein zu einer wundervollen Meditation mit der Quantenmechanik. Die werden wir nutzen und wir haben auch ein Webinar da dazu, wo ihr lernt, wie wir, auf welchen Ebenen wir diese Quantenkraft einsetzen und damit wirklich alles verändern können. Es ist wissenschaftlich hinterlegt und wir gehen jetzt mal in das Quantenfeld, in das positive Quantenfeld hinein und erschaffen das Gute oder stärken das Gute und das Licht. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Schön, dass du da bist. Ich soll mich noch einsprühen. Das mache ich mit den sieben Schwestern. Ich liebe sie so. Diese Essenz, die ist einfach so kraftvoll. Der Link ist auch unter dem Video, falls es jemand interessiert. Und ich habe auch Energie zu euch rübergeschickt, sodass ihr sie spüren könnt. So, jetzt beginnen wir. Liebe Freunde von Smarana, liebe Menschen des Lichtes und der Liebe, voller Freude darf ich jeden einzelnen von euch einladen in das Quantenfeld der Liebe und der Kraft einzutreten. Denn gemeinsam sind wir stark und tragen das große helle Licht auf die Erde. Wir tragen den Frieden auf die Erde und wir heilen das, was geheilt werden darf. Wir unterstützen all das, was Unterstützung braucht. Und so kann ich sagen, schön, dass du heute hier bist. Und so nimm einen tiefen Atemzug des Lichtes der Liebe, atme ihn ein und aus und stelle fest, wie du über das Atmen in einen Kreislauf des Lichtes hineinkommst, wie dich dieses Licht reinigt von negativen Gedanken, von negativen Beeinflussungen. Und wenn du magst, so lass es einfach geschehen. Gib dich hin dieser Energie in tiefer Liebe und dem Vertrauen, dass das Licht für dich da ist, dass du ein Teil von diesem Licht bist und in dem Wissen, dass du selbst die Fülle der Liebe bist, die Fülle des Lichtes bist. Und durch diese Gedanken bildet sich jetzt das Quantenfeld des Lichtes, der Liebe, der Fülle und des Friedens. Allein durch deine Anwesenheit, durch deine Liebe, dadurch, dass du bei dieser Meditation dabei bist. Und so spüre,
wie dich diese Energie trägt und ausdehnt, nachdem sie dich gereinigt hat. Und vielleicht kannst du auch spüren, deine Lichtgeschwister, die ebenfalls hier sind. Denn gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das. All diese Energien fließen in dieses positive Quantenfeld hinein. Und nun projiziere die neue Erde in dieses Quantenfeld, in der alle Menschen glücklich sind. Auf dieser neuen Erde gibt es das höhere Bewusstsein, was die Menschen tragen, welches sie aus dem Mangel hinausführt, welches sie glücklich sein lässt, welches sich gegenseitig helfen und welche jeglicher Macht entsagen, es gibt keine Macht mehr. In diesem Bewusstsein gibt es keine Dualität mehr. Die Zeit des Übergangs ist bereits vorbei und wir haben es alle geschafft. Und so sende nun in dieses Bild deine persönlichen Wünsche mit hinein. Mit welchen Menschen möchtest du zusammen sein? Was möchtest du mit diesen Menschen machen? Sende deine Bilder in dieses Feld, damit sie sich verankern können und gemeinsam ein großer Lichtstrahl entsteht, welcher unsere Bewusstsein in die fünfte Dimension hineinträgt und vereint. Ich gebe dir nun ein wenig Zeit, damit du alles in dieses Feld hineinbringen kannst, was dir wichtig ist. Und so sehe ich, wie dieses Quantenlichtfeld zu strahlen beginnt und eine riesige Kraft des Lichtes sich jetzt in diesem Moment über die Erde ergießt. Durch dich durfte das geschehen. Durch dich wird das Licht gestärkt und die Angst verabschiedet sich. Und so kommen nun in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück. Sei wieder ganz da und lächle, denn Lächeln hat die Kraft der Freude und sie verstärkt deine Visionen. Ich danke euch allen, es war wunderschön. Wir sehen uns zum nächsten Video. Und wer mehr über die Quantenfeldtheorie erfahren möchte, findet unter dem Video ebenfalls einen Link. Bis zum nächsten Mal.